Moin moin liebe Leute, wir haben uns heute lecker Sushi bestellt und wollen das auf ganz besondere Art und Weise heute auf einem Sushi-Boot anrichten. Das zeigen wir euch. Viel Spaß! Das Sushi-Boot ist angerichtet und ich finde, es sieht auf jeden Fall viel besser aus, als wenn man das beigelegte Plastikgeschirr dazu benutzt. Also das gibt doch ein bisschen Gemütlichkeit her, finde ich. Ihr könnt diese Sushi-Boote in unterschiedlichen Größen bekommen. Das hier sind jetzt 60 cm und es gibt auch richtig große, die man mit mehreren Personen dann durch die Gegend tragen muss, um zu servieren. Ich habe mich jetzt hier für 60 cm entschieden und das ist natürlich auch Geschmackssache. Wenn ihr das reinigen wollt nachher, nach dem Essen, dann müsst ihr darauf achten, das Ganze kann nicht in den Geschirrspüler. Es ist auch nicht dafür gedacht, dass es wirklich schwimmt. Ja? Und ich zeige euch gleich mal den Aufbau, wie das aufgebaut wird. Und ihr müsst es also mit Hand waschen, sprich mit warmem Wasser und Spüli könnt ihr auch benutzen dazu. Aber eben vorsichtig und wenn es geht, nicht zu lange irgendwie nass lassen. Ja? Dann zieht das vielleicht ins Holz rein und das ist dann auch nicht so schön. So, jetzt bauen wir das Ganze auch mal zusammen. So wird es geliefert, ja, in diesen Einzelteilen. Und ich weiß, dass auch in Restaurants das manchmal einfach auch so serviert wird. Ja, da kann man sich diese ganzen Aufbauten sparen. Ich will es trotzdem jetzt mal eben einmal machen. Hier ist das Ruder. Das kommt hier einfach so rein. Das hier kommt hier drauf. Wenn man im Internet guckt, dann werden diese Sachen, also diese Masten, manchmal hier, manchmal so rum, manchmal dort, manchmal wieder andersrum eingesteckt. Ich glaube, das kann man auch so machen, wie man das möchte. Dann kommt hier nochmal die Reling und hier der zweite Mast. So, und damit ist die Sache, das ist nur gesteckt halt. Ne? So, damit ist der Mast hier fertig, das Schiff fertig. Aber jetzt wollen wir erstmal essen. Abwaschen gehört leider mit dazu, aber das macht mir jetzt auch nichts aus. Wir sind beide satt geworden, das trockne ich gleich nochmal ab. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch auf Ideen gebracht, Sushis mal anders zu essen. Ich werde euch das hier verlinken in der Videobeschreibung, das Sushi-Boot. Und wenn euch das gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.